Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind jetzt hier schon voll in der Action drin und kämpfen gegen die Leute des Imperiums. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Kann ich mich anschleichen? Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Achso, jetzt will er erstmal, dass ich die Ziele wechsle. Ich habe etwas gehört. Kann das Schade. Jemand bestätigen? Wow, das ist stark. Das ist stark. Das Ziel ist schnell. Kurz im Prozess, Leute. Alter, wo kommt ihr denn her? Wow. Schön einer nach dem anderen. Aber nicht schlecht. Hä? Mache ich jetzt hier irgendwas falsch? Weil hier spawnen die ganze Zeit neue Leute. Meine, wer kennt sie nicht? Die Endless Spawns. Ich kriege dich. Des Imperiums. Du bist zu schnell. Okay, ich kann Gegner auch verlangsamen. Das ist ja nice. Ah, scheiße. Okay. Also ich muss erstmal hier das Ding verlangsamen. Das hält dann eine Weile. Was muss ich dann machen? Ach so. Oha, geht direkt weiter hier oben. Oha, fuck. Wie könnte sich jemand reinschleichen? Oha, das Zufügen von Schaden gibt Macht. Passt das am Ende zum Konzept der Jedis? Ich weiß es nicht, aber es macht Spaß. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Richtig schön drauf. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen laut, oder? Ich mache mal ein bisschen leiser. So, besser. Besser. Hier war auf jeden Fall der Kantenmaler unterwegs, glaube ich. Ich muss jetzt auf jeden Fall da irgendwie oben hoch, glaube ich. Ah ja, hier. Ach so, die hier außen... Entlang muss ich mich hangeln. Ganz kurz mal. Oh, ist ein bisschen laut gerade. So. Fertig.
Geh nach vorn, halte den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Jetzt! Schneller! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der arme Kerl. Das war die Kupplung. Ich muss runter. Wo muss ich jetzt lang? Immer noch runter? Ah ne, hier war der Kantenmaler. Wow. Das ist übel! Ich kann nur rauf. Wer seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Nein, scheiße. Ach, fuck it. Fuck. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Respawn. Das hab ich jetzt echt nicht kommen sehen, diese Stelle. Ah, ich hab schon gesehen, dass mein Leben verdammt niedrig war und ich nicht wusste, fuck, wie bekomme ich das jetzt anständig wieder aufgefüllt? Lass sie nicht weglaufen! Wir werden dich abholen!
Er gehört mir! Wir sind alle... Runter! Dann bist du auch gestorben. Aber schnell rein hier. Was jetzt? Der Zug hält? Was? Das ist nicht gut. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Du musst dich schon steigern. Meine Geduld hat Grenzen. Die zweite Schwester. Hast du Angst? Das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen.
Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Oh. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogano. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen? Spinner. Die Mantis Achievement. Ich hätte den Kampf gegen die zweite Schwester aber gerne noch fortgeführt. Sah gar nicht so schlecht aus, fand ich. Oh, wir sind im Hyperraum. Grease? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Ah ja, okay, gut. Wo ist dann die Dame des Hauses? Wo ist die abgeblieben? Hallo, wo bist du? Kann man hier rein? Nö. Aha, das sieht nach einer Werkbank aus, die wir später benutzen können. Da will ich runter. Okay, aber das Spiel denkt sich... Nö. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held.
Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Oh, was ist das denn da für ein putziges Wesen? Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Hui! Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht's hier dann mich? Ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Fähigkeitenpunkt. Oder? Anpassung? Warte mal, was kann man jetzt hier machen? Achso, das kann ich nur meine Klamotten ändern. Okay. Okay, also ich kann hier noch nichts ausbauen, aber vielleicht kommt das ja noch. Aha. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich hier nur konzentrieren. Speicherpunkte findest du überall auf Cals Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. Ah ja, und da können wir die Fähigkeitenpunkte verteilen. Ah ja, Fähigkeitenbaum. Zeig mal an. Ach so. Gut, den Überkopfhieb. Und mehr kann ich jetzt auch noch gar nicht machen. Und jetzt könnte ich also aussuchen. Okay. Genau, und jetzt könnte ich mit noch mehr Punkten mich noch weiter... Okay, alles klar. Gut, das habe ich dann wohl begriffen. No! Oh, hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Oh nein! Ja, Abenteuer vorbei. Ach so, ach guck mal, da lang muss ich. Hier lang. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ah ja, jetzt gibt es eine Holokarte und die sagt uns, wir müssen in dieses Gebäude rein.
Okay. Ah ja, und BD-1, das ist unser kleiner Freund hier. Und der hat immer die Holokarte im Schlepptau. Sehr gut. Zoomen, bewegen, drehen. Aha. Okay, gut. Ja, die Holokarte zeigt mir dann auch an, welche Wege unerforscht sind, damit ich auch immer weiß, wo ich nochmal gucken könnte, wenn ich weiter will. Sehr schön. Ihr lieben Leute, wir machen an der Stelle ein kurzes Päuschen. Sehen uns wieder morgen zur nächsten Runde Star Wars Jedi Fallen Order. Ach, guck mal, jetzt haben wir BD auch hier hinten mit. Oh, der ist so süß. Okay, ich liebe ihn jetzt einfach schon. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe ihr auch in diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.